Hallo, mein Name ist Walter Wittmann von der Firma Riebeck Macheu. Mein Thema ist das Trocknen und das Lagern von Scheitholz. Wir sind der Spezialist für eure Scheitholztrocknung und meine Stadt heißt Wien. Guten Morgen! Heute zeige ich euch, was man mit einem Woodpack so alles anstellen kann und wie man den so richtig herbeuteln kann. Also nicht der normale Umgang, sondern so richtig so abartige Sachen. Wenn wir auf internationalen Messen sind, dann merke ich ja, dass manche Kunden oder Interessenten, zuerst sind sie Interessenten, dann werden es Kunden, sehr vorsichtig sind. Die glauben immer, sie müssen den Bag mit Samthandschuhen anfassen. Dem ist aber nicht so. Es gibt ein Video von uns, wo wir auch zeigen, mit einem Schnitt in das Netzmaterial, dass man den Bag dann fast sehr, sehr schwer mit Manneskraft, mit Hand noch auseinanderreißen kann. Aber der Bag hält eigentlich noch viel, viel mehr aus. Und ja, und jetzt werden wir einige Dinge mit dem Bag machen, das ihr natürlich nicht sollt. Und wir werden einmal zeigen, was das Ding tatsächlich aushalten kann und was er nicht aushalten kann. Jetzt der Klassiker, also das ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Ist natürlich verboten, wenn ihr es macht, auf keinen Fall nachmachen. Aber bei uns ist das auch der Test, wenn neue Bags kommen aus der Fabrik, dann machen wir das so. Das heißt, wir hängen mit einer Schlaufe auf das Gestell ein. Und weil die Schlaufen bis 40 cm einvernäht sind, also das sind die 40 cm, dann darf der Bag, der muss das aushalten, der darf nicht reißen. Da sind drinnen 500 Kilo Holz. Das Loch nicht irritieren, ist beim Füllen entstanden. Man sieht es, man kann hier anziehen, es ist fast nicht aufzureißen. Spielt keine große Rolle, ob der ein Loch hat, trotzdem ist er 2 bis 3 Jahre verwendbar. So, jetzt haben wir es eingehängt, eine Schlaufe, ich ziehe nach oben und der darf nicht abreißen. Der darf knistern, knacksen, die Naht darf nicht reißen. Wie ihr seht, das Ding hält und der hält hundertprozentig und es sind immerhin 500 Kilo, kann mich auch darunter legen, also ich sage, der hält, da passiert absolut nichts, ja, er wird nicht abreißen. Test Nummer 2, da werde ich immer gefragt, ja, was ist, wenn man da mal mit dem Stapler oder mit dem Traktor, mit dem Frontlader ankommt. Reißt das Ding jetzt dann gleich komplett auf, kann man das wegschmeißen. Schaut euch das einmal an. Ich fahre jetzt mit dem Stapler volle Pulle in den Bag hinein und dann schauen wir mal, was passiert. Ich vermute, ein Loch wird er produzieren, reißen wir das sicherlich nicht. Testen wir. Wieder erwarten. Noch weniger Beschädigungen, als was ich gedacht habe. Das ist jetzt da vor dem rechten Gestell und links hat er gar nichts abgekriegt. Das ist die Abdruckstelle von dem linken. Den Bag kannst du immer noch 2 Jahre weiter verwenden. Test Nummer 3. Werde oft gefragt, was passiert denn, wenn mir so ein Woodpack aus der zweiten Reihe von oben runterfällt? Und das versuchen wir jetzt in unserer Testaufstellung nachzumachen. Werde mit dem Stapler wieder mit Vollgas reinfahren und versuchen, den mit einem riesen Bauchfleck runterzustoßen. Und ich prophezeie, es passiert gar nichts. Der zerplatzt nicht. Und das probieren wir jetzt. Wie ihr gesehen habt, die Masse des Bags hat mir ein bisschen einen Streich gespielt. Mein Stapler ist doch etwas zu leicht. Ja, der hat keinen richtigen Bauchfleck gemacht, sondern ist einfach von oben runtergestürzt. Würde aber wahrscheinlich im Normalfall auch sein, außer mit einem Tornado mit 500 Stundenkilometer und der Bag wird 300 Meter weiter verfrachtet. Wird aber in unseren Breitengraden nicht passieren. Wie ihr seht, er ist wieder
unbeschädigt. Das war das Loch, was wir schon vor unten gehabt haben. Und rundherum, ja, er ist eigentlich ohne Beschädigung. Er hat nur einen sprichwörtlichen Köpfler in den Asphalt gemacht. Der Bag liegt natürlich jetzt außergewöhnlich, der steht nämlich am Kopf. Die Schlaufen sind ganz unten, wie ihr seht. Und ich kann von der anderen Seite, weil da die Mauer ist, nicht zufahren. Das heißt, ich kann ihm jetzt nur kopfüber nach oben ziehen. Eine extreme Belastung für die Schlaufer. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob er halten wird, weil jetzt das ganze Gewicht entgegen der Zugrichtung der einvernähten Schlaufen ist. Das heißt, ich muss jetzt so nach oben ziehen und vermute mal, dass er jetzt doch reißen könnte, weil das jetzt schon ziemlich extreme Belastung. Probieren wir es einfach. Bin von den eigenen Bags überrascht, auch das hat er ausgehalten. Und wie ihr seht, ist es relativ leicht auch wieder zum Aufstellen. Ja, einfach das Holz wieder reinschmeißen und den Bag kannst du noch immer verwenden. Der ist noch immer nicht kaputt. Nächster Test, das Netzmaterial. Das ist ja bei allen unseren Bags genau gleich. Haben wir noch nie probiert. Einfach verrückte Idee. Wir binden den da hinten auf dem Pickup an. Und schleifen den über den Asphalt. Wie ihr da sehen könnt, ist das weder fein noch ganz grob, aber es sind schon ordentliche Steine drinnen. Also das ist schon wie ein Schmiegelpapier. Als Rennradfahrer weiß ich das, weil ich schon ein paar Mal ordentlich gestürzt bin und das tut ordentlich weh. Und dann werden wir mal schauen, was das Netz macht, wenn ich den mit dem Pickup jetzt da 30, 40, 50 Meter einmal über den Asphalt ziehe. Wir haben noch immer den alten Bag, den wir in den ersten Tests jetzt verwendet haben. Das heißt, der hat eh schon ein paar Löcher bekommen von den einzelnen Tests. Ich habe keinen neuen genommen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, wie ihr seht, das waren jetzt die Grenzen des technisch Machbaren. Die ersten paar Runden hat er noch ausgehalten, die ersten eineinhalb Runden, aber dann ist er uns buchstäblich zerschmolzen. Und ja, das hält er nicht mehr aus. Und das ist auch klar die Grenze, aber ich hoffe, ihr werdet eure Bags nicht so vergenusszwirgeln und zärtlicher mit denen umgehen. Unser letzter Test für heute, Dodge Ram Laramie, 2,5 Tonnen Eigengewicht. Schätze auf der Hinterachse etwas leichter, 40-60 Gewichtsverteilung. Also müsste man nach Adam Riese immer noch um die 1500 Kilo auf der Hinterachse haben. Wir haben einen Commander Titan eingehängt auf der Anhängevorrichtung, oben auf 4 Schlaufen am Gestell vom Stapler. Und wie ihr seht, sind die Schlaufen bis zur Mitte einvernäht. Das heißt, da treffen sich die. Das heißt, der kann die vollen Zugkräfte aufnehmen, sowohl von oben als auch von unten. Jeweils 4 Unterschlaufen, 4 grüne Oberschlaufer. Und jetzt probieren wir. Wir haben das wirklich noch nie getestet. Das ist einfach so eine Idee gewesen, ob wir das Auto aufheben können damit. Ob die Schlaufen abreißen oder ob sie halten. Das probieren wir. So, der erste Versuch ist misslungen. Ich konnte ihn nicht komplett aufheben. Mir ist nämlich das Auto nachgelaufen. Der hat nämlich serienmäßig einen Hinterradantrieb. Und ich hätte vorher auf den Allradantrieb umschalten müssen, damit die Vorderachse blockiert und mir nicht das Auto Richtung Stapler läuft. Muss ich jetzt nochmal machen und jetzt probieren wir es dann nochmal.
Ja, wie ihr seht, da hat es nicht einmal geknackt. Also ich habe nichts gehört. Der hebt das locker in die Höhe, da passiert absolut gar nichts. Und wie gesagt, ungefähr sicher 40, vielleicht sogar mehr, 45% Hinterachsanteil von 2,5 Tonnen. Und der hebt das locker vom Hocker weg. Weil es jetzt eh schon wurscht ist, probieren wir es mit zwei Schlaufen auch. Ich glaube nicht, dass ich es aushalten kann, aber wir testen es einfach, ob er reißt oder ob er nicht reißt. Zwei Schlaufen, mindestens 1,5 Tonnen. Wahnsinn! Unglaublich! Ich hoffe, der Woodpack-Test hat euch gut gefallen und wir haben euch gezeigt, was die Dinger tatsächlich aushalten und dann bei dem einen, was sie nicht mehr aushalten. Und jetzt befinden wir uns auf unserem Trocknungsplatz und da verabschiede ich mich heute von euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir natürlich einen Daumen hoch gebt und abonnieren würdet unseren Kanal. Und in 3 bis 4 Wochen melden wir uns wieder, dann zeigen wir euch, wie das Holz ausschaut, nachdem es 3 bis 4 Monate jetzt schon in den Bags drinnen ist. Und ich zeige euch eine Methode, wie man ohne Messgerät feststellen kann, ob das Holz innen trocken ist. Wir müssen es nicht einmal mit der Hacke aufspalten. Hat mir ein Landwirt gezeigt aus Kärnten und wieder ein cooles Video. Freue mich, bis später.